Am Autohaus sitzt der Marc Panacci. Den haben wir noch in Erinnerung als Direktor vom Centre d'Information pour Conducteur. Weil er aber noch nicht so bekannt ist, dass hier sein Voiture Historik ging ich so in 50 Jahren gebaut ging. Und der Konstrukteur vom Auto ist eigentlich der Marc gewesen. Hier sitzt nur an seinem Auto. Vielleicht kannst du uns ein paar Worte dazu sagen, wie jetzt zu diesem Auto kommst. Na ja, das ist so gegangen, angefangen, leider mal durch den Jahr. Das war ein bisschen viel Leben von meiner Karriere hin zu Colmar. Da habe ich einen Accident gehabt mit einem Käfer. Und ich habe den auf den Dach gelegt. Und da war natürlich Futti auf der Chassis und Dachsel und der Motor war noch gut. Und ich stand immer bei mir daheim. Und irgendwann hat mein Papa gesagt, heißt das Ding mal weg. Und du hast aber erst den Club, ich meine den Stocker-Club, angemeldet, sie geben zuerst den ersten Autocross bauen. Und du hast mit einem Kollegen ein Wett gemeldet, ich gebe mit einem Buggy da mitfahren. Und du hast Leute gesicht für ihn zu bauen. Und du hast fand an der Lehrwerkstatt von Bellwall, Arbeit Bellwall. Und ich bin bei den Lehrmeister gegangen und die war begeistert. Und du hast dann an einer Zeit von 3 Wochen mit den Lehrbauern aus der Lehrwerkstatt von Bellwall haben wir dann den Auto gebaut. Und dann sind wir bei der Direktion gegangen und haben uns gefragt, ob wir mit dem Auto einen Kurs fahren und dann haben wir das genehmigt. Und dann sind wir sonntags am Neidorf, den allerersten Auto, am Anfang den zweiten, den ersten war 2 Jahre für drin zu Bruch, aber 1974 stand zu Esch am Neidorf ein Autokurs gefahren. Und an der Kategorie waren dann immer 4 Autos, 2 Franzosen, Ball Profien mit Gordinis Motto mit 130 Pferd, Auto in die einer Fabrik, und eine Fabrik auf den Matli, den der ja war, große Steckzeuge gebaut hat, gefahren sind, und dann nicht mit dem Haien, an der Lützeburg auch mit einem Plateau, den aber nicht weit gelaufen war. Ja, und dann habe ich mich an der zweiten Kehr überschlagen, vielleicht nach immer 4 den anderen war, weil da lungen dicke Stehen am Weg, ich hat sie geguckt, der Platz Stoß, und lungen ich im Dach, und da ist direkt der Benzin gelaufen, komm rausgesprungen, da hat mich schon mal B gesagt, und dann sind ich weitergefahren, sind ich den dritten gehen. Und dann habe ich auch gleichzeitig desideriert, dass Autosport nicht viel für meine italienischen Nerven. Und dann sind ich da am Anfang nie mehr richtig, ich habe nie eine Lizenz gefahren. Ne? Ja, wenn ihr aber guckt, das ist relativ rudimentär, aus der zusammengebaut. Funktioniert mir von der Sicherheit, wenn ihr sich Kupplerbunds möchte oder deren, die können raushängen, wo ihr sich kann wehdauen. Wenn ihr noch gesagt für den Sitz, das ist ein normaler Sitz aus einem Auto, das ist noch kein Schulensitz gewesen. Ja, also, die Sitz hat vielleicht nicht original, mengenisch. Ne? Okay. Ich meine, schon, dass wir einen Schulensitz dran hatten, die Steuerrad hat auch gebracht. Aber früher sind sie alle so gefahren. Du warst nicht zu rundherum. Das ist alles, wenn ich mich spät komme. Dafür hast du auch ein bisschen mehr heiß gebaut, dass ich hier aber kopffrei hatte. Ja. Und du hast mich einfach nur gewinnen, dem bei allen spannend zu hören. Ne? Man kann ja so viel von den anderen Gärgern. Ja, genau. Ja, das war eben so. 74, das war die Zeit, für alle Jahre mindestens 10 Formel 1 Piloten im Feld gekommen hast. Ja, das ist richtig. Damit hast du ein Auto gehalten. Du konntest den Schnitt von ihm trennen. Und ja, heute hast du natürlich schon eine Zeit sein. Also eine ganz andere Zeit. Von der gesagt, wie heute die Konstruktionen sind, wie die Motoren sind. Also heute hast du etwas wirklich Rudimentäres. Ah ja, das ist auch wie die Go-Karren. Wenn du die Go-Karren heute guckst, das ist auch dasselbe. Die Go-Karren von 74 mit denen von heute, das ist kein Vergleich mehr. Das ist leider so. Wir bauen ja auch nicht ein Auto einfach so. Das heißt, da muss ja wohl ein Plan gezeichnet gehen, wo weit muss ich kommen. Der Boden, Konstruktion, da muss ja wirklich viel stabil sein. Wie nicht der Plan gezeichnet? Du? Wir haben schon alles damals gemäht, ja. Das war einfach. Ne? Du hast ein Viehstachs. Mit dem Torsionsstief, haben das selbe mit Torsionsstief. Du seid verreiert zwischen geschwäst. Du hast aber eine rohe Konstruktion. Mhm. Und eine Lenkung, also aus einem 100, 600, den ich auch gefunden habe, hat oder meistens mein Mann. Mhm. Und und wir haben einfach probiert, sich zu tun, dass es ein bisschen mehr heiß gewesen hätte. Könnte sein, Konkurrenz war dem uns schon jeng, aber niedrig. Aber für den nächsten Versuch war das schon ein flottes Licht. Da so am Anfang ein bisschen Zufall, dass du ein Beimisch kommst, ohne Gehallen an der Leerwerkstatt um Bellwall. Und du hast die Enker zugemäht gehen, da sind sie vielleicht auf die Verdienung geplündert, und du an den CNFPC auf Bremerisch. Und sie haben mich angerufen, die haben gesagt, hey Marc, dein Auto geht entweder an den Schrott oder wir bringen deren Heim auf Pissen. Und du haben sie mehr in Heimbrot, so ich da bringt die Leber bei mich. Und du stungen nur 30 Jahre da.
Und nun ist ein Mädchen, das doch Autokurs für die Stimme geschenkt. Die haben einen Gangberg gemäht, Bremse gehen, die Mutter lebt. Und stellen sie ihn aus. Ich habe von Heimat den Eichen zu dienen. Sie haben schon gekommen, weil sie immer gesagt haben, dass sie ein Heim gestohlen. Okay, das ist schon spannend, wenn ich das heute gesagt habe. Aber du hast ein Auto, du bist der Konstrukteur davon. Ein extra Nummer hat ein Auto nicht. Was dachte ich, steht hier drauf für so ein paar. Ah, okay. Mein Vater, das ist Marc Panacci. Und das war Société. Ne? Und das war der erste Prototyp. Okay, das war schon damals geduld, viel weiterzuführen, aber das ist aber leider nicht geschieht. Okay, das tut dann aus dem Prototyp, dann hast du der Serie-Gang mit, du hast ja von dem Berufsleben, du hast eine ganz Party-Etappe gemäht. Du hast also viel davon erzählt, gell, oder mir, dass du den Initiator eigentlich auch passt von der Mono, von der Kost, also von der Piste von Monerich. Kannst du das Wort noch erzählen? Ich war von immer immens Auto interessiert. Sind mit 70 Jahren mit Autostopp bei Ferrari gegangen, die Werk besichtigt, Rennabteilung besichtigt. Und ich wollte von immer an der Branche gehen, schnell noch Automobilbau auf der Uni studiert. Sind auch Diplom-Ingenieur am Pneu und am Automobilbau. Und das Heim war daheim, als du gegangen. Am Anfang war der Prio für Druscher nur gegangen, 72. Mit der Go-Kast-Piste von Monerich. Der Piazza, Piazza Schengi, dem Hüger sein Papp, den hat, der wollte Müse bauen. Und wie fertig war, es kein Müse gehen auf eine Go-Kast-Piste. Und ich habe von die Idee gehabt, dann ist noch die erste Pläne gemäht. Und ich bin heute noch stolz drauf, weil du aber groß Leute da gefahren sind, groß gesehen. Und auch da, das ist ein bisschen wie Heine, ich habe damals schon gemerkt, es sind die erste, auf meiner ersten Go-Kast-Piste, die ich gezeichnet habe, sind ich gefahren auf meiner Hochzeit. Das war ich 1980, da sind wir während der Hochzeit aus der Piazza Sische kommen am Bus und da sind wir auf der ganzen Hochzeit Equipe sind wir dann auf Go-Kast-Piste Go-Kart vorgegangen. Am Kostüm? Am Kostüm. Wir haben einen Dreck ausgedacht und Kombinäser und da sind wir dann da rundherum gefahren. Also das ist von der Dicht. Am Dono muss ich immer sagen, dass ich heute sitze, wo ich gehe, zwei Pisten. Ne? Go-Kast-Piste war dann nicht die erste die Piste von der Goodyear, war die erste, die ist ja von 69. Und das war dann zwei Jahre später, oder drei Jahre, 72. Ich war wochenlang responsabel auf der Goodyear für das, was da geschieht. Auf der Piste an Herrn Nord am PR war ich auch da responsabel. Und dann habe ich das Centre de Formation pour Conducteur gebaut. Da war ich dann noch einer von den Initiatoren. Auch mit einer Idee, die ich hatte schon auf Premiere, mit einer Dessert. Und dann noch die Feiertpiste zu Lützeburg, die Piste, die für die Kamion und Buschauffeur hast, die haben schon nachgebaut, zwei, drei Jahre, bis wir irisch an Pension gegangen sind. Also ich hatte immer etwas mit den Lützeburger Pisten zu denen. Aber Motorsport überhaupt, weil ich meine, das auf dem Parcours professionell ist, die ganze Gruppe, ganz, ganz große Leute, die beginnt, die am Motorsport fahren. Ich kann mich erinnern, dass man nicht gesagt hat, du hast den John Whitmore kannt. Ja, der John und der Schenore, ich habe mich spät kennengelernt, weil wir alle zwei Projekte geschafft haben zu Bresel, wen soll die Fahrlehrerausbildung verbessern, also dass man mehr sicher und besser Schüler soll kriegen. Ein großes Projekt, da war John und ich zusammen in einer Gruppe der Arbeit. Okay. Aber in der Sache bin ich ein ganz großer, ja. Okay. Ein Coach noch. Nicht ein Rennfahrer, sondern ein Coach. Also, dann, der Marc hat uns ganz wenige Episoden erzählt aus seinem Berufsleben. Motorsport war ja los, an ich Regie war ja los, das nicht mehr. Der Marc ist überall mit dabei gewesen. Mit ganz viel Leute kommt, auch den internationalen Motorsport und so. Merci für das Gespräch zu dem Auto. Und noch ein bisschen Jesus. Aber ich meine, es geht nach ganz, ganz, ganz viel aus dem Leben zu erzählen. Naja, gern geschieht. Das heißt, ich bin immer im Trick bei dem Automobilsport. Sogar noch 50 Jahre. Okay. Schön.